blind aufgestellt. Und an Position 3 der Italiener Mihai Bobociga. Wir beginnen mit der ersten Partie. Ochsenhausen zurzeit auf dem 4. Tabellenplatz, Grenzau verweilt immer noch sieglos auf dem letzten Tabellenplatz. Versucht dies natürlich heute zu ändern, aber mit dem TDF Liebe Ochsenhausen wartet da natürlich eine große Aufgabe auf die jungen Männer aus dem Brexbachtal. Und auch hier der Start für Kanak Ja. Nicht perfekt, liegt jetzt im ersten Satz mit 3:0 zurück. Finden. Beide Einzelspieler weisen bisher eine negative Bilanz auf. Dias hat eine Bilanz von 3:5, Kanak Ja eine Bilanz von 2:8. Mit einem Versuch gegen Topspin zu spielen. Allerdings der Topspin von Kanak Ja hier etwas zu feste. Und somit der 2:4 Zwischenstand. Das Spiel wurde direkt schnell gemacht. Ein Punktgewinn für Jakob Dias. Ja, wieder hier die Rückhand umlaufen, fester Topspin parallel. Dias etwas zu spät am Ball und kann den Gegentopspin nicht mehr richtig kontrollieren und dieser landet letztendlich im Netz. Somit nur passiv agieren. Ja, langer Aufschlag hier mit Unterschnitt. Etwas unterschätzt hier der Schnitt von Kanak Ja. Und der Topspin landet im Netz. Zum 8:3. Ja, ein vermeintlich einfacherer Ball für Kanak Ja, aber auch diesen lässt er liegen. Hier kein optimaler Start für den jungen Grenzauer, der jetzt hier im ersten Satz mit 9:3 hinten liegt. Ein Netzaufschlag. Sehr lange der Ball hier auf dem Netz rumgetänzelt. Ah, halblanger Rückschlag. Dias überlegt lange, ob er den Ball schupfen soll oder doch anziehen soll. Entscheidet sich letztendlich für den aggressiven Topspin. Verkantet ihn aber und somit 9:4 für den Mann aus Ochsenhausen. Hier ist sehr viel Risiko beim Rückschlag von Kanak Ja. Ah, jetzt nochmal eine etwas längere Rallye
Eröffnung von Kanakjar und auch die folgenden Topspins platziert auf den Ellenbogen gespielt. Ah, hier etwas Glück auf der Seite von Ochsenhausen. Aber beim Spielstand. Beide Spieler versuchen jetzt direkt aggressiv zu spielen. Kanak hier mit dem Gegentopspin etwas zu spät, etwas zu tief getroffenen Ball. Erneuter Netzaufschlag. Ah, jetzt der Aufschlag eigentlich etwas zu lang. Diaz kann das Spiel direkt eröffnen. Aber Kanak behält die Kontrolle und spielt den Gegentopspin in die weite Vorhand des Gegners. Und punktet zum 1:1. Jetzt wieder deutlich aggressivere Körpersprache von Kanakjar. Direkt beim Aufschlag von Diaz greift er die Initiative. Ja, wieder mit dem Bananenflip. Diesmal in die Rückhandseite des Polen. Dieser verfehlt den Rückhand-Topspin knapp am Tisch vorbei. Wieder der halblange Rückschlag von Diaz. Kanak diesmal aber rechtzeitig am Ball und kann den Ball durchziehen und somit seinen Vorsprung auf 4:1 ausbauen. Von Diaz jetzt ein langer Aufschlag. Kanakjar mit der Vorhand zur Stelle, aber trifft den Ball etwas mit der Kante und somit nur noch die 4:3 Führung. Ja, diesen Topspin tief in die Rückhandseite, den Punkt zum 5:3 erzielt. Wieder der halblange Rückschlag zum 6:3 Spiel. Kanakjar platziert, da keine Chance für Kanak, den Ball zu erreichen. Schön abgeklappt hier, der Rückschlag von Kanak etwas verunglückt, etwas zu hoch. Und somit leichtes Spiel für Jakob Diaz, sich eine Ecke auszusuchen. Aus.
Ausgleich. Nicht übermäßig festgespielt, aber sehr, sehr sicher jeden Ball platziert auf die Platte gebracht. Und somit der 6:6 Zwischenstand im zweiten Satz. Super Rückschlag. Den Aufschlag von Kanakcar sehr gut gelesen und den Rückschlag tief in die Vorhand des jungen Amerikaners. So, beide Spieler nach dem Timeout wieder am Tisch. Ja, hier ein Zuschauer mit dem Blitz an seiner Kamera aktiv, deswegen die kurze Unterbrechung vor dem Aufschlag. Ja, und jetzt Kanak wieder aggressiver, geht direkt auf den Rückschlag von Diaz aggressiv drauf, platziert den Ball in die Rückhand und kann somit zum 7:7 ausgleichen. Der Vorteil für beide Spieler hier in dieser Partie, wenn sie den ersten Ball als Topspin ziehen können. Diesmal ein Flip-Fehler auf Seiten von Kanakcar zum 8:8. Etwas im Schnitt überschätzt. Und der Flip fliegt leicht über den Tisch. Aufschlag wieder etwas zur Seite rausgerutscht. Etwas zu lang. Diaz kann den ersten Topspin spielen und Kanak gerät ins passive Spiel. Ah, jetzt Kanak wieder mit dem ersten Topspin. Und die Ballwechsel in dieser Partie sehr, sehr kurz, meistens nach 2, 3, 4 Ballkontakten direkt vorbei. Direkt der Punktgewinn oder der Punktverlust für den jeweiligen Spieler. Und jetzt in der entscheidenden Phase Jakob Diaz mit dem Aufschlag. Langsamen Topspin spielen und somit leichtes Spiel für Kanakcar mit dem Gegentopspin sich seinen ersten Satzball zu erspielen. Beide Spieler haben relativ gut in das Spiel jetzt hineingefunden, konnten sich mit dem Satzgewinn immer etwas Selbstvertrauen holen. Das Spiel bestimmt und am Ende etwas Glück für Jakob Diaz, da der Ball leicht auf der Kante war. Ja, sehr auffallend jetzt, dass Diaz versucht, Kanakcar kurz zu halten. Natürlich aus diesem Grund, dass er selbst den ersten Topspin ziehen will. Super Ballwechsel. Sehr platzierte Topspins. Schön tischnah geblieben. Jetzt. Und das
passieren. Hier der Rückschlag von Karek etwas zu lang. Und mit den schnellen gegen Topspins den Rückstand auf 2:4 ausbauen. Der dritte Satz beginnt mit Aufschlag auf Seiten von Kanakjar. Beide Spieler werden sicherlich wieder versucht, selbst aggressiv in das Spiel einzuführen, das Spiel selbst zu öffnen und den Gegner mit festen Topspins unter Druck zu setzen. Aber dennoch ein Superballwechsel. Jetzt die 3:1 Führung für Kanak. Mit dem aggressiven Rückschlag sichert er sich dann wieder den Punktgewinn. Dias jetzt versucht, den Aufschlag von Kanak direkt aggressiv mit dem Hinterbananenflip anzuspielen. Gelingt ihm allerdings nicht und somit die 4:1 Führung für Kanak. Daneben. Und somit der Zwischenstand 2:4. Der schnelle Ball und die Rückhand von Jakob Dias. Er kommt nicht richtig rum mit der Vorhand und trifft den Ball mit der Kante. Klasse Ball hier von. Und somit eine sehr gute Ausgangsposition für Kanak, sich hier den vierten Satz zu sichern. Ah, Netzaufschlag.
Bockmann an. Diaz wieder zur Stelle und kann somit den Ballwechsel direkt bestimmen. Und sie sollen jetzt endlich den Punkt sichern. Und sich den Ball zum 7:3 sichern. Wieder etwas Glück auf Seiten der Grenzauer. Der Ball bleibt etwas am Netz hängen. Ein klassischer Netzroller. Der etwas zu viel Risiko von Karadzic. Unterschätzt den Schieben etwas im Gegenwurfaufschlag von Jakob Diaz und spielt den Flip direkt in die Netzreihe. Der Zwischenstand jetzt. Diaz scheint sich noch mehr ankämpfen zu wollen. Versucht Karadzic wieder kurz anzuspielen, sodass er selbst die Möglichkeit bekommt, das Spiel zu eröffnen. Jetzt aber beim Rückschlag. Etwas zu kurz gespielt. Der Ball bleibt im Netz hängen und somit die 9:5 Führung für den Mann aus Grenzau. Er scheint etwas stabiler bei seinen Topspins zu stehen. Jetzt kann er aber wieder mit seinem tischnahen Blockspiel erfolgreich setzen. Diaz mit einem schnellen Block und unter Druck und sichert sich somit 4 Satzbälle. Erfolgreich, aber dennoch 3 Satzbälle für den Amerikaner. Ein dramatisch einfacher Eröffnungsfehler hier von Kanak. Passiert eben normalerweise nicht so häufig. Jetzt hier die Anfeuerungsrufe von seinen Teamkameraden, von den Zuschauern. Stark dagegen. Und somit der Zwischenstand nur noch 10:9 für die Grenzauer Mannschaft. Ist der Satz. Der bessere Einstand jetzt für Jakob Diaz hier im 5. Satz. Beide werden sicherlich wieder versuchen, das Spiel selbst zu gestalten, den Gegner mit Topspins unter Druck zu setzen.
Ballbesitzstatistik zu kontrollieren und somit die 2:1 Führung für den Mann von der TTF Liebeoxenhausen. Etwas Glück hier für Jakob Diaz. Streift gleich das Netz. Und somit Schwierigkeiten für Kanak, den Ball ordentlich blocken zu können. Richtige Entscheidung, hier von Kanak den Ball anzuziehen, den halben Aufschlag. Leider nicht das gewünschte Ergebnis, der Ball fliegt über den Tisch und somit der 4:1 Vorsprung für Jakob Diaz hier im 5. Satz. Wieder der Topspin-Fehler hier auf dem Kanak, leichten Schubsball. Und jetzt 5:1 im entscheidenden Satz. Seitenwechsel. Vielleicht jetzt wieder die bessere Möglichkeit für Kananja, den Satz doch noch für sich zu entscheiden. Beinarbeit hier, Eröffnung aus der tiefen Rückhandseite, nachgespielt aus der tiefen Vorhandseite. Den Punkt hat er sich wirklich verdient. Oh, noch jetzt ein Aufschlagfehler auf Seiten des Grenzauers beim Zwischenstand von 2:5 tut das natürlich besonders weh. Jetzt die 6:2 Führung für Jakob Diaz und eine deutlich bessere Ausgangssituation, dieses Spiel für die Gäste nach Hause zu bringen. Feste Ball in die tiefe Ecke von Kanakja. Jetzt ein Ballmann nur rübergelegt, rübergeschoben in die Rückhand von Diaz. Diaz mit etwas zu viel Power hier unterwegs und spielt den Ball über den Tisch. Und jetzt der 6:4 Zwischenstand. Natürlich wieder gute Chance für Kanak, in den Satz hineinzufinden. Aufschlag auf Seiten der Grenzauer. Ich weiß nicht, ob der so gewollt war, aber dennoch sensationell. Gut gespielt, dieser Gegentopspin. In die tiefe Vorhand des Polen. Jetzt beim Rückschlag etwas zu viel Risiko, Vorhandflip über den Tisch, leider ins Aus. Parallel, und sogar keine Chance für Diaz, den Ball noch einmal auf der Tischhälfte zu spielen. Ja. 8:7
Für die Grenzauer wäre es natürlich unheimlich wichtig, auch für das Selbstvertrauen, mit 1:0 in die zweite Partie zu gehen. Erfolgreicheren Ausgang für den Grenzauer. Und somit fehlen ihm nur noch 2 Punkte zum Spielgewinn. Und somit der Zwischenstand 9:8. Wieder der kurze Rückschlag. Aber erneut ist Jakob Dias mit dem Rückhandflip aus der Vorhandseite zur Stelle und spielt einen sehr, sehr unangenehmen Ball in die tiefe Vorhand von Kanak, welcher den Ball dann nur noch mit der Kante trifft und somit der Zwischenstand 9:0. Sehr überraschender langer Aufschlag in die Rückhand von Jakob Dias. Dieser verkantet den Ball etwas und spielt ihn auf seine eigene Tischhälfte. Schaut verwundert auf seinen Schlägern. Und somit ein Matchball für Kanak. Was ein Ballwechsel beim 10:9. Leider nicht der Matchgewinn für Grenzauer, sondern der 10:10 Ausgleich. Dias, den Ball durchzuziehen und sich somit seinen eigenen ersten Matchball zu erarbeiten. Und da kennt Kanadja keine Gnade und feuert ihm das Ding in die tiefe Vorhand. Und gleicht somit zum 11:11 aus. Aufschlagfehler jetzt hier von Jakob Dias. Im 5. Satz bei 11:11. Das tut weh. Und somit der zweite Matchball für Kanak Jar. Und da ist es. Dias scheint sich nach seinem Aufschlagfehler nicht mehr zu fangen.